Hallo Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu Trainer Go am Morgen. Trainer Go am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen oder lässt sie erst entstehen. Wir haben halt tatsächlich was Schönes vor, aber vorher gehen wir noch fix die Post abholen. Dann gucken wir uns mal den neuen Stuff rein. Ui, es gibt sogar Meteoriten. Schutt hieß es, glaube ich. Naja, Schutt. Z-Kristalle kann man alternativ auch nehmen. Krass. Meteoritenschutt an sich ist schon cool, aber es ist einfach so lächerlich. Gibt es hier auch Z-Kristalle? Nein, schade. Hier könnte man sich wirklich mal überlegen, ob man sich wieder was holt. Aber irgendwie ist der Verbraucher auch kacke, da braucht man gar nicht erst anfangen. So, was kann man hier eigentlich heute so bekommen? Ui, Z-Kristalle bei 3000 und bei 50.000. Nice. Aufladen will ich eigentlich gar nicht gucken. Stark-Attacker kann man ziehen. Hätte ich gemacht, wenn es nicht verbuggt wäre. Da es schon probieren durfte auf dem Overview, was Mitte Februar kommt, also so 16., 17., 18., 19., irgendwann da. Und ich dann mit dem Besitzer dieses Accounts gesprochen habe, war es eigentlich offensichtlich, dass er dies nicht nochmal holen würde. Und dann war es für mich, alles klar, brauchst du ihn nicht holen. Alles cool. Sonst hätte ich jetzt 1500 Z-Marken bekommen. Aber ich habe, glaube ich, noch ein paar Z-Marken. 444 habe ich noch, siehste, kommen wir noch bis Level 5. Besser als gar nicht. Keine Angst, das ist nicht das, worauf ich mich heute gefreut habe. Wir werden gleich eine Mega-Entwicklung machen. Ich hoffe, die ist nicht so wie gestern. Gestern wollte ich keine Mega-Entwicklung machen, aber ich hatte etwas vor, was nicht funktioniert hat. Das dann hoffentlich morgen funktionieren wird. Aber mal schauen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Mega-Entwicklung. Desputter. Haben wir eigentlich was für Mio bekommen? Wo ist Mio eigentlich hier? Freundschaft. Können wir die irgendwie erhöhen? So. Wo haben wir unser Despo? Dieses Ding. Wohlwollen. Kann sie zwar erstmal haben, aber mal schauen, ob ich mich überhaupt mal darum kümmern werde. Ist überall Kombinationen verlangt. Das brauche ich nicht in Kombination, das brauche ich nicht in Kombination. Selbst ein Dragosso brauche ich nicht auf 55. Was gibt es denn hier oben? Wuffles hätte ich. Alola, Sandan, weiß ich gar nicht, ob ich es habe. Ich glaube aber ja. Team Rockets, Mauti habe ich nicht. Und hier unten Celebi habe ich nicht. Nidoqueen habe ich nicht. Echt, Panferno habe ich nicht. Von daher wurscht. Aber wir machen erstmal die Mega-Entwicklung, damit wir einen neuen Supporter haben. Bergi hat von Despotar zu. Hat sich von Mega Despotar. So. Dann können wir dieses Ding auch gleich einsetzen. Das Lied wurde rausgenommen. Dann überspringen wir das halt. Und zwar habe ich heute hier direkt. Autsch. Habe ich direkt. Musik ist voll laut. Ja. Despotar gewinnt damit seinen ersten Kampf. Mit dem Horn auf dem Kopf sieht das echt kacke aus. Aber hey. Und weil es so schön war, gleich normal. Perfekt. Jetzt haben wir alles außer Glurak und Zyrgarde. Zyrgarde ist halt auch wirklich eine Überlegung wert. Aus dem einfachen Grund, dass es ein Mega-Support ist. Dass es ein Mega-Drache ist. Würde ich wahnsinnig gern ziehen, wenn der Verbrauch mal halbwegs okay wäre. Aber ist er leider aktuell nicht. Wir können jetzt nochmal das Portal als Supporter uns ein bisschen anschauen, dass wir vielleicht können wir ein bisschen optimieren schon. Verstärkung. Freundschaft 75. Seid doch alle einfach ruhig. Nur weil ich es nicht benutzen kann. Naja, schade, muss es noch ein bisschen anreifen. Aber wir haben es schon mal wenigstens entwickelt. Und damit sollte man eigentlich auch mit Bildern wieder erst sein, ne? Locker flockig, Boys! Reittier könnte man eigentlich auch mal 47 zumindest machen. Aber wir kümmern uns erstmal um das. Ist mein Internet jetzt weg? Oh, ich hasse mein Internet. Früh, wirklich, ich mach früh zwei Allianzkämpfe. Zwei Allianzkämpfe. Heute Morgen zweimal Alpi gehabt. Und zweimal ist mein Internet abgeschmiert. Also ich hatte heute insgesamt mit den vorhin bin ich bei 5 Abbrüchen und ich war heute gerade mal eine Stunde dran. Und das in einer Stunde.
5 Abbrüche in der Stunde, sprich alle 20 Minuten 1. Das ist bei einer 150k-Leitung kein gutes Ohm. Ne? Möchte ich nur mal gesagt haben. Mal Discord nebenbei öffnen, dass ich wenigstens eine Chance habe, zu sehen, wann es wieder da ist. Solange werde ich jetzt einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Hat zwar jetzt nur 1-2 Minuten gedauert, aber es ist halt auch super lästig. Und gerade wenn man in der Allianzversammlung ist und man fliegt einmal raus, ist das Ding quasi verloren. Weil selbst wenn der Kampf vorbei ist und dann sagt, jo, der Kampf ist vorbei, kriegt man trotzdem die Punkte abgezogen. Das ist halt sinnlos. Naja, was will man machen? Außer ständig über Internetanbieter, deren Subanbieter und deren Tochterfirmen sich drüber aufregen. Geändert wird sich eh nichts, solange vom Gesetz nichts kommt. Und ja, der Gesetzgeber auch gerade eigentlich, naja, andere unwichtige Themen auf dem Tisch hat. Können wir da in der nächsten Zeit nicht ganz so viel verlangen. So, das machen wir mal hier. Gehen wir wieder zu Trage-Items. Wie weit waren wir heute? Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Also jetzt zumindest. So viel Äpfel gab es dann heute gar nicht für mich. Können wir auch mal wieder machen. Trage-Items habe ich beim letzten Kistenöffnen so ein bisschen verpeilt. Mach das mal gerne an einem Tag, dass ich da meinen Wunschstern durchballer, dass ich meine Trage-Items durchballer. Dass ich vielleicht an einem Tag, wo nichts passiert, auch irgendwo einen Kraftanstieg sehe, zumindest einen minimalen. Aber hey, was will man machen? Hä? Was? So. Kann weg. World Tournament. Nehmen wir das hier. Auch Allianzversammlung ist... langweilig. Das ganze Spiel ist langweilig. Wirklich, wenn das Update... Ich hoffe, es kommt ein Update. Wir würden ja schon Bugfixes und sowas reichen. Ah. Ist einfach. Mir fällt zu dem Spiel nichts ein. Die machen auch noch eine Menge Geld, aber das muss ja so rapide sein, weil ich kenne so viele VIP 20. VIP 20 kenne ich nicht viele, aber einige. Aber gerade VIP 14 bis 17 kenne ich sehr viele. Und die sagen alle, jo, ich hole mir nicht mal mehr die Monatskarte. Spätestens da sollte es doch dann irgendwann mal Klick machen. Leute, wir müssen was machen. Unsere blinden Fanboys, die uns aktuell komplett finanziert haben, investieren nicht mehr in uns. Das ist einfach... Es tut einfach weh. Gerade in dem Spiel habe ich jetzt knapp anderthalb, zwei Jahre gespielt. Steckt Zeit drin, da steckt Geld drin. Und es ist halt echt traurig, wenn die da einfach sich nicht weiter drum kümmern. Sie kümmern sich nicht drum, dass die eine Fanbase oder die Spielerbase größer wird. Aber sie kümmern sich drum, dass die vorhandene Spielerbase immer kleiner wird. Und das aktiv. Das ist schon eine Leistung für sich. Es ist, naja. Und dann so Facebook-Post raushauen. Wer ist ein Pokémon? Oh, da muss ich mal kurz was gucken auf dem zweiten Bildschirm. Facebook. Ich lasse es hier nebenbei laufen. So. Ich suche einen Trainer Go-Post, den ich herrlich fand. So muss ich mich aber erstmal auf die abmelden, weil ich will nicht. Kenne ich den? Irgendeine Freundesanfrage bekommen bei Facebook. Juckt mich nicht. Ich würde mich gerne abmelden und mit einem neuen Account anmelden. Aber ihr müsst ja nicht meinen privaten Account sehen. Das ist jetzt nicht so vorteilhaft. Guckt euch so lange tolle Kämpfe an. Ich suche in der Zeit den Post raus. Trainer Go. Stacker Tacker heute und morgen. Black Kalon kommt danach. Danach Genesec zwei Tage. Danach kommt Sil Valley. Plus Energieverbrauch am 11. Leute. Energieverbrauch am 11. Ja, das war auch. Ich bring da mal ganz kurz hier rüber. Boop. Oder halt auch nicht. Boop. Das tat vielleicht dem einen oder anderen kurz im Auge weh. Hier. Ich meine diesen geilen Post von dem 4. Februar, also vorgestern, 8 Uhr. Hallo Spieler, Punkt. Okay, eigentlich Komma da. Der immer noch vermehrt Leute den Gegenkrieg-Bug benutzt und anscheinend darüber noch viele im Unklaren sind, werden wir es noch einmal für alle erläutern. Das Benutzen des GK-Bugs, also Gegenkrieg-Bugs, ist nicht erlaubt und wird mit einem Bann bestraft. Der Bug geht leider nicht zu beheben, das ist doch kein Anlass, ihn trotzdem zu benutzen.
Glückwunsch an die Techniker. Das ist das offizielle Statement, dass Techniker einfach inkompetent sind. Das ist einfach so. Ich wette, es wäre super einfach, ihn zu entfernen. Aber dazu müsste man Leute haben, die sich damit auskennen. Ich denke sogar, ich könnte den beheben. Mit meinem minimalen Wissen. Macht Screenshots von allen Gebieten kleingeschrieben. Finde ich klasse, dass ihr euch bei Facebook Post so viel Mühe gibt. Komma, wo der Spieler zu sehen ist, schreibt uns, in Klammern Support, ist halt eigentlich nur eine Fanbetreuung, an. Schickt uns alle Screenshots plus Name und Server des gemeldeten Spielers. Alles andere geht seinen Gang. Ja, Gang, aber kleingeschrieben. Was ist die Strafe? Das Benutzen, stand zwar schon mal oben, des Bugs, wird mit einem Zeitband von einer Woche belegt und erhöht sich bei Wiederholung um jeweils eine Woche. Bitte bleibt den anderen Spielern gegenüber fair und benutzt den Bug nicht. Euer unbeliebter Trainer Ghost Support. Support ist immer noch falsch. Ungeliebt stimmt begrenzt. Es gibt einige Supporter, die mag ich sehr. Und dann gibt es halt Flachpfeifen. Aber allein diese Aussage, wir sind zu blöd, ihn zu beheben, finde ich klasse. Hier, mein unsortierter Monitor. Ich weiß, ich sollte ihn aufräumen, aber das Genie beherrscht das Chaos. Bitches. Und das finde ich einfach klasse, solche Aussagen. Da kommt direkt vom Support, ja, unsere Technik, die haben keine Ahnung. Und von daher, seid bitte fair. Das ist einfach... Das ist traurig. Und das zeigt aktuell... Es spiegelt das Spiel eigentlich relativ gut wieder. Eigentlich ist es ja ein Bug. Kein Bug, wenn er nicht entfernt wird. Weil Bugs werden ja eigentlich in der Regel entfernt. Ne? Bugs ist meine Definition, sind Spielefehler, welche kurzfristig durch Updates oder sonst was auftauchen. Oder Aktualisierung, nennt es wie ihr es wollt. Und welche einem Spieler einen unfairen Vorteil verschaffen. Dass man zum Beispiel bei einem Battle Royale Shooter in einem Objekt, in einer Wand, in einem Stein, in einem Baum steht, wo man nicht gesehen werden kann, aber man parallel alle anderen abschießen kann. Hier ist es dann halt der GK-Bug und der eigentlich seit Anbeginn existiert, also dann bald 2 Jahre. Wann wird es 2 Jahre? Ich glaube Mai. Mai 2 Jahre. Ist es ja quasi von Anfang an im Spiel, es ist bekannt und es wird nicht entfernt. Daher ist es ja eigentlich legitim. Mein auch. Dann muss man einfach einen anderen Schritt gehen und sagen, Teilteam ist nicht mehr erlaubt. Oder halt, wenn Team in Gebiet, ist jetzt wirklich eine einfache Wenn-Dann-Funktion. Ich weiß, für Leute, die im Informatikbereich sind, das stimmt nicht korrekt, aber ich möchte sie einfach nur runterbrechen auf das Volk, auf das gemeine Volk, damit es jeder nachvollziehen kann. Also sprich, man macht eine Funktion und sagt, so wäre es in der Theorie, wenn ein Team, zum Beispiel Hauptteam in Gebiet A ist, kann es nur in A angreifen. Wenn Teilteam 1 in Gebiet X ist, wenn Teilteam 1 in ein Gebiet, dann Angriff nur in ein Gebiet. Sprich, dass es immer parallel nur in einem Gebiet kämpfen kann. Und zwar jedes Teilteam für sich. Und durch den Bug kann man quasi mit jedem Teilteam in jedem Gebiet gleichzeitig kämpfen. Und das könnte man extrem einfach ausschließen. Meiner Meinung. Aber ich will gar nicht wissen, wie das Spiel aufgebaut ist oder programmiert ist. Da fangen bestimmt alle an zu weinen. Letztendlich ist, glaube ich, das Spiel auch komplett zusammengeklaut. Meines Erachtens. Ich meine, es gab vor ein paar Jahren schon mal eine andere Oberfläche. Damit meine ich nicht die englische oder koreanische Version. Die hatte genau die gleiche Oberfläche. Eigentlich auch gleiche Hintergrundmap. Das hat mir irgendwann mal jemand in die Kommentare geschrieben, wie die App hieß. Ich habe es auch in irgendeinem Video in der ersten Season erwähnt. Und ich habe die App auch wirklich ausprobiert. Oder das Spiel, ich weiß auch nicht mehr, wie das Spiel heißt. Und es war halt wirklich so, dass es quasi 1:1 übernommen war und eigentlich nur das Pokémon-Thema integriert wurde. Ich weiß es aber nicht mehr. Leider weiß ich nicht mehr. Aber okay, wir haben euch wieder was geschafft. Einen neuen Supporter, jetzt muss er noch Freundschaft mit 70 werden, dann können wir ein bisschen hoch trainieren. Wir schaffen das schon. Und World Tournament haben wir durchgespielt. Und über einen Facebook-Post haben wir uns lustig gemacht. Ach, herrlich. Können wir vielleicht gleich noch ein Stück polieren? Einmal polieren. Einmal Opferschuhe 5. Opferschuhe 5. Hier. Werde ich polieren. Komm, 10-1. Oh, scheiße.
Können wir jetzt eigentlich mal noch schmelzen? Haben wir ein paar Lilane übrig? Finde ich klasse. Eins probieren wir jetzt. Boom, gefällt. Okay, wenn man gefällt, haben wir gleich nochmal. Boom, gefällt. Wow, 2 von 2. Wir hatten gerade dreimal eine Chance von 50%, dass es klappt und es hat dreimal nicht funktioniert. So wie zum Thema, was bei diesem Spiel funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. It's okay to sit when shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the pain. Hey, Mr. Sunshine.